Einen wunderschönen guten Tag. Ich stehe da, heute fangen wir mal an mit Hardcore Diablo 3. Und ich hoffe, dass der Start nicht ganz so verkackt wird, wie er es in Softcore war. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, Attacke. Das Herausforderungsportal kann ich leider morgen erst machen, aber das ist nicht schlimm. Also ich werde jetzt eh, also ich werde jetzt ca. 2 Stunden Hardcore streamen. Und dann wäre ich verheilt auf Heere und dann geht's morgen wieder weiter. Ach, na wollen wir hoffen, dass wir heute nicht sterben in der Levelphase, ne? Na, jetzt könnt ihr Spieler mal starten. Wäre hilfreich, ne? Meine Probleme im Computer haben sich teilweise aufgeklärt. Das war mal wie immer ein Grafikkarte-Update, warum es nicht ging beim Season-Start. Dann hatte ich Handschuhe an, die mich in Stein verwandeln. Alle, die kannte ich noch nicht. Mit dem Ergebnis, dass ich. Ah, oh, das. Ha, das fängt doch schon mal in Hardcore wunderbar an. Also, ne, so muss er Hardcore Season starten. Direkt mit dem Disconnect. Jawohl. Das stimmt mich gleich optimistisch, ne? Ja. So, reagieren wir halt noch auf irgendwas? Oder kann ich jetzt hier tricke, was ich will? Und es ist wieder so, wie es letzte Mal war. Wieso trete ich hier einem Spiel bei? Ich will hier keinem Spiel. Ich will ein Spiel starten. So. Ja, und ich mache auch nicht auf schwer. Das wird wahrscheinlich auch kritisiert werden. Ich starte, ich mache Hardcore immer. Total easy. Was ist denn das? Doch, das ist ein Mönch. Ein Mönch mit einem Messer, hä? Muss ich das verstehen? Kann ich das verstehen? Soldan Kull. Nee, ich wollte Begleiter. Wo sind die Begleiter? Wo sind hier die Begleiter, du Nerkeil? Hä? Rael? Ach, da stehen sie. Ja. So, aber ich nehme dort Templer mit. Es ist gut, wieder mit euch zu Gut, dann kämpfen. gucken wir mal, ob man den Zoldan Kull. Na toll, also das ist hier wäre eine perfekte Internetverbindung. Also ich sehe es kommen, dass ich hier nur 2 Minuten tot bin. Filial. Soldan Kull. In Hardcore spielst du Hardcore? Boah, guckt ihr das? Oh, also ich habe hier, wie gesagt, Dia Show. Also das ist perfekt für Hardcore ausfangen. Hallo, ja, ich bin Hardcore. Aber danke für das Angebot. Und ein Level up, wunderbar, wunderbar. Das ist. Na, habe ich auch eine Kiste bekommen? Nee. Und Cash-Splitter, das ist aber schlecht. Das ist schlecht. Ich kehre in die Stadt zurück. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, ne? Aber ist egal, ne? Also,
Monkey Soldier. Ja, das wäre. Also, das ist. Ich war ein Softcore-NR-Spiel, aber ich habe mal mit DH angefangen, weil ich den DH zum Farmen besser finde. Und der Barbar wäre ich auch noch machen, aber der wird eher fürs Gruppenspiel sein, dass ich mir dann so einen Support-Barb mache. Und ja. Und hier ein Hardcore, wie gesagt, ein Mönch und ich denke an noch ein DH. Hallo, aber jetzt erst mal den hier auf Level 70, dann sind wir weiter. Kann ich schon irgendwas. Ach Gott, einen Bogen habe ich. Tolle Bogen, den brauche ich natürlich. Ne? Ja. Der Bogen ist. Mach mir so. Ja, wie gesagt, das, ich mache auch noch einen Wirbelwindbarb, aber das ist alles, ja. Eins um Anna, wie man die Wurst frisst. Heute ist der zweite Tag von der Season, also, das wäre ja. Und ich habe vor, also wie gut, hatte ich letzte Season auch vor, mehr zu spielen, aber ich glaube, diese Season werde ich zwar täglich nicht so viel Stunden spielen, aber dafür halt wirklich täglich, also. Das ist zumindest mal der Plan. Gut, aber ich fange an, mich hier in Unwichtigkeit zu verlieren. Das wäre. Hallo. Ja, ich weiß, der alte Suchtkribbel. Ich weiß es. Gestern hat er noch gesagt, oh, Schmerze, 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 er kann nicht. Ich habe heute mal öfters reingeguckt. Der war den ganzen Tag online, der alte Säckel. Gestern hat er kurz Angst, ich könnte ihn überholen. Der war so müde, der war so müde, der wäre bald ins Koma gefallen. Klatsch, der wäre vor mir schlafen gegangen. Also. Das geht ja gar nicht, dass ich ne, von Level technisch überhole. Also, ich glaube, der wird lieber sterben, wie dass er mich sich überholen lässt. Also. Hey, Kines, ich habe hier wieder Dia-Show. Standbild an Standbild. Also. Du, 700 ist gar kein Problem. Also 700. Wenn du willst, mache ich dich auf 700. Gar kein Problem. Ich hab mir noch zwei da, dann mache ich dich auch auf 1000, wenn du willst. Aber wie gesagt, ich. Ne, jetzt nicht. Wie gesagt, jetzt mache ich 2 Stunden hier Hardcore. Und dann sind wir weiter. Dann sind wir weiter. Hey, das gibt's doch nicht. Alle also hier mit der Dia-Show, do, das ist aber übel. Also das ist echt übel. Das ist echt übel. Und deswegen. Was? Wann wäre es denn morgen ready? Wie gesagt, ich stream technisch spiele ich jeden oben von wahrscheinlich 12 bis 2. Und tags ist es halt, wie gesagt, ich muss mittags auf die Kinder aufpassen. Also da ist. Ich wäre wahrscheinlich auch tagsüber spiele, aber halt. Alle, weil das macht keinen Sinn. Wenn ich auf die Kinder aufpassen muss und dann muss ich auf dem Sprung sein. Also ich kann da nicht einfach so ein Motto, ah, ich bin in der Gruppe. Also wenn die Kinder in der Kiste sind, dann muss ich hinten dran sein. Also wenn die an die Stränge gehen, also Kinder haben Vorrang. Komm doch einfach spielen. Komm doch einfach 2 Uhr. Also wenn ich jetzt mit den 2 Stunden Hardcore durch bin, komm ich mal kurz in den Teamspeak. Dann können wir drüber reden. Also da gehen wir dann aber in einen separaten Raum. Also das ist jetzt nicht. Das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
Oh, ich hab hier Fegen der Krit. Guck mal. Bam, ha? Bam. Ich lieb das Spiel so. Ich lieb das. Vor allem, das ist für mich entspannend. Alle, das regt mich nicht auf. Das ist. Ja, hallo. So soll das Spiel sein. Der soll Spaß machen. Der soll eben von seinem tollen Alltag ablenken. Ja. Mein lieber Pet, ich hab gerade. Alle, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Alle, geht noch. Es sei denn, du spielst jetzt Hardcore mit mir, da habe ich jetzt kein Problem damit. Aber ja. Ach Gott, wir sind hier schon Level 4. Aber toll, Standbild. Also ich sieh's komme, dass ich hier halt aber ausmache, weil ich innerhalb kürzester Zeit tot bin. Kann ich hier noch Wetteigenschaft machen? Komisch. Oh, Roundhouse Kicker. So Chuck Norris mäßig. Toll, Standbild. Tut sich gar nichts mehr. Oh, mein Templer ist verarschen. Apropos, ich könnte mal anfangen, den Kram in zu sammeln. Ich glaube, das ist vielleicht sogar nicht der schlechteste Tipp. Dann brauche ich auch ein Bekleider. Das macht 18. Sag mal, was hab dann ich für Ladezeit? Heitere. Bloß ich sterbe bei ihm hinein. Nee, hä? Mal Bekleider, hä? Das ist auch was mich immer so maßlos hier, ne? Da steht man, ne? Dann kommen sie, wenn es jetzt töte, 100 Gegner, kein Gegner, weit und breit, ne? Aber wenn man irgendwas machen will, ne? Dann. Ja. Aber jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ja, Inventar, genau. Ich wollte ja Rüstung ausziehen. So, ach Gott, dem kann man auch Bauchwickel ausziehen. Klasse. Das wird mir gute Dienste leisten. Ja, ich glaube, hier wie normal wird hier wirklich kein Sinn machen, so wie das leckt, weil mit denen Standbilder
Dabei mal Internet, also die Leitung so ist laut Anzeige stabil. Also ich verstehe nicht, was so das Problem ist. Ich glaube, ich muss wirklich nur mal Grafikkarte treiben. Also das Ding, das ist wirklich, ich stehe auch nicht. Bei jedem Grafikkarte-Treiber-Update hat das Spiel hier Probleme. Also bei anderen Spielen merke ich das gar nicht. Oh oh, ein Goblin. Ein Goblin. Nicht genug Geisteskraft. Ja, Standbild. Tut sich wieder gar nichts. Oh, ein Goblin. Standbild. Also ich sehe es wirklich komme, dass ich hier maximale Halbstunde, alle also mit denen ganzen Standbilder da, das hat gar keinen Sinn, das hat gar keinen Sinn, also. Dabei kann ich hier wirklich froh sein, wenn ich mir überlege, also ganz am Anfang von dem Spiel, wie das mit dem Hard, also da war ja Hardcore noch richtig Hardcore. Ey, Disconnect, man war tot. Also das, und sagen wir mal, hier hat man wenigstens noch eine geringe Chance, dass es doch noch gut ausgehen kann. Also. Ich denke, wenn ich mal Begleiter habe, dann geht das Ganze hier, weil die sind ja richtig stark geworden in der Season, dann ist das Ganze auch Schilde. GZ-Pet. Aha, verflucht und zugenäht haben wir. Eigel. Und das ist zum Beispiel jetzt auch was, das mache ich im Krieg schon oft. Wir spielen einfach Sachen so von Effektivität. Null. Also einfach dahin gedattelt. Aber macht Spaß, weil das ist wie gesagt immer das höher, breiter, weiter, ja klar, also aber es macht halt auch nur Spaß, einfach so geschillt, ne? So, kommt der Amador her, der Boss, oder? Ich denke mal, Moje wird das Ganze. Ich mache dann Moje das Herausforderungsportal, dann habe ich auch ein bisschen Kram und ja. Dann läuft das Ganze ab. Aber gut, das war halt eh nicht mein Ziel, hier halt 70 zu werden. Also das ist, wie gesagt, das ist. Es kann sogar sein, dass ich Moje 78 wäre, aber. Man hat es nicht eilig und das ist Hardcore. So, gucken wir mal, klasse. Oh, und Blutsplitter, jawohl, jawohl, da guck, wie das läuft. Hä? Jawohl, Nevalen. Und weiter geht's. So, noch ein bisschen Milch, für die Nerven zu beruhigen. Sind wir nichts. Sofern ihr euer Geburtsrecht einfordern wollt, so stellt euch den. Boah, die geben eine weitere also Gas, hallo. Na, aber ich war auch noch. Hallo, Klappen, hallo, ich mach mir da jetzt gar keine Panik. Ich werde aufholen.
Aber ich kapiere nicht, warum das Programm so leckt. Das wirklich schwerer die Grafikkarte ist. So, ich kann doch nicht im Molave, oder? Doch, weil Love. Weil ist ohne Aussätze. So, Kopf und Schuhe fehlen, ne? Bei deinem Text. Oma Milch sagt gleich all. Aber das macht nichts. Wie lang spielen wir dann schon? 20 Minuten. Die Nacht ist noch jung, ne? Also ich denke Level 10 schaffen wir, vielleicht sogar Level 20. Also es wird. Oh. So. So, aber ich glaube, dort noch hole ich mir echt mal den Kanaiswürfel, ne? Theoretisch müsste ich ja Bounties machen, aber ich habe keine Lust auf Bounties. Ich habe keine Lust auf Bounties. Ach, ich wollte hier noch den Begleiter. Ich wollte hier noch den Begleiter machen. Dass der mir Gold insammelt. My Butcher, aber ich möchte diese Season-Reise machen, ne? Weil ich den kleinen Diablo haben will als Begleiter. Nimm mir den Butcher. Jawohl! Und bald sind wir Level 10. Also in Lost Ark will ich Arme Mensch spielen, aber jetzt nicht, also wie, nicht als Primär, sondern wirklich so, wäre ich ja fast alles spielen wolle und ja. Oh oh, in Explosionen stehe, kann wehtun. Ne?
Oh, diese Rüstung, hä? Huh? Gut. Au. Besserer Handschuh, besserer Brust. So, mal Begleiter. Und noch gar kein Handschuh. Boah, ich hab eiskalte Viech. Leid kriegen die Rechner den Raum doch nicht warm, weil das kann passieren, dass ich die da wirklich mal die Heizung mache. Geht da nicht, dass ich auf den komme. So schwach wie ich bin. So, ich würde jetzt gerne mal meinen Begleiter hier, ne, eine bessere Waffe geben. Ne? Das könnte eventuell helfen. Genau richtig. Genau richtig. So. Ach, schon Level 8, hä? Wie das schnackelt, hä? Und Odem des Himmels. Jawohl. Ich bin noch nicht wieder dabei. Ich glaube, wenn ich die Begleiter habe, dann müsste es normalerweise besser gehen. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht der Mönch, denn, hallo. Wovon ich richtig Ahnung habe, ist der Wirbelwind-Baba, wo ich Basiswissen habe, ist der Dämonenjäger. Jo. Am Mönch habe ich ein bisschen Ahnung vom Support-Mönch, weil ich den schon öfters gespielt habe. Aber so Fight-Mensch ist halt was anderes wie sowas, ne? Ich glaube, aber hier würde ich kein Disconnect überleben. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, die Dinger verschrottet man mehr nicht in der Levelphase. Ich hoffe, dass ich es nicht bereue. Hallo. Ich spiele hier auf normal und muss so aufpassen, Alter. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das bringt. Das gibt Edelsteine, wenn man den verschrottet. Gut, aber ich glaube, ich gucke, dass ich das Ding wirklich verschrott, dass ich Gems kriege. So, Lilane. Naja, gut, für Hardcore sind die in Ordnung. So, gut. Jetzt haben wir bessere Kampffähigkeiten, also Attacke. Da
Guck mal da, wunderbar. Sehr schön, Level 9. Ja, es läuft. Ja, ich denke, die Kategorie ist erst ab Level 10 freigeschaltet. Naja. Wenn ich hier in so einer Blutpfütze disconnect habe, war's das. Ich habe rasende Ansturm, klasse. Gut, ist egal, brauchen wir so nicht, ne? Also ansonsten alles Schrott. So. Fertigkeit. Ah, rasender Angriff. Ja, ist egal. So, ab Akt 3. Ne? Akt 3. Ruine von Trishron. Den Würfel hole. Dass wir, wenn wir ein neues Herausforderungspedal gemacht haben, direkt loslegen können. So, also ist rechts nicht der Ausgang, das heißt, ich muss nur links. Und links rum ist meistens riesiger Umweg. Aber ja.
Ach Gott, nee, jetzt bin ich hier im Quest gelandet. Das wollte ich nicht. Aber gut. Ist egal. Befreit mich bitte aus diesem elendigen Zwang. Ihr wollt mich doch nicht wirklich hier zurücklassen. Ich werde mit euch gehen. Oh, ich habe Ring, sehr schön. An Erkenntnis. Aha. Oh, lähmende Wolke. So. Dann gucken wir mal, was der da kann. Eine nützliche Fertigkeit. Gut. Ah, das ist gut, das ist gut. Das wäre für Softcore besser, aber ich glaube für Hardcore nehme ich lieber das. So. Weil eilig haben wir es nicht, ein Tode machen keinen Schaden, ne? Zakarum gehört. Ich brauche das. Ha, schon Level 12, hä? Wie das schnackelt. Weil ich spiele jetzt wie lang? 45 Minuten, ne? Angeblich soll man in einer Stunde 11 Level 70 erreichen können unter Optimalbedingungen. Also ich habe in Softcore über 4 Stunden gebraucht. Also war glaube ich nicht so ganz die Optimalzeit.
habe die Kiste, machen wir das mit EP. Ach Gott, 100 Gegner, ja klar. Locker, mache ich locker. Und dann wieder die Dicke. Ja, nee, ich bin noch nicht normal ready. Oh. Ich hab schon wieder so ein Spiel. Das wundert mich, aber ich dachte, so viel von denen stehen jetzt in der Levelphase schon fallen. Bin mal gespannt, ob ich was Gutes rauskriege, ne? Ach Gott, schon Level 13, hä? Das Spiel macht so einen Spaß. Also, wie gesagt, die Grafik ist nämlich die beste. Ihr habt nicht nur meinen ewigen Dank für meine Rettung, sondern auch den der Welt im Ganzen. Moment, da ist wer hinter? Toll, Verezzo. Kack, steh, alle, was soll ich dann mit de, mit Lilane steh? Hä? Was soll ich mit Lilane steh? Die kann man sich sonst wo hinstecken, wo nicht die Sonne hinscheint, alle, die braucht kein Mensch. Ach Gott, Kinders, eiern mich noch. Ne? Eiern mich noch. So. Na egal, nicht ärgern, nur wundern. Lernt eure Macht. Och komm. Ha. Eine Doppelack. Die ist sogar besser, aber ich glaube, die gebe ich meinem Begleiter. Ich werde es benutzen. Ausgezeichnet. Gott, das heilt. Oh Gott, ich dachte, das wäre so ein Attacke-Ding. Habe ich da so im Gedächtnis. Aber gut. Ne? Wenn das Ding heilt. Zack, Tatsache, das heilt. Sehr schön. Thank you.
mich nicht wieder bereit. Ach, was habe ich eine Weih getrickt? Ach, Kinder. Ja, wenn die Tastaturbelegung falsch ist, dann trickt man Knipscher, die man nicht will, ne? Oh, das geht gleich. Ha, jawohl, Level 40. Wunderbar. Ha? Ey, geil, Zyklonschlag. Oh, 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 ne, der muss aber woanders stehen. Der muss woanders stehen. Halt, ne, den lass ich. Den lass ich, der ist gar nicht mehr so urgenehm, so faire Taste. Die Ebene dort, die mag ich nicht. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, aber Geisteskraft mag man nicht bei mir einigen. Ja. Meine Wunden schließen sich. Boah, der war übel. Der war übel. Wie gesagt, ich spiele hier auf normal. Normal spiele ich immer auf schwer, Minimum. Aber das ist weit so bestand. Ich muss mal hier wirklich mal gucken, was hier am Computer nicht stimmt. Weil es, wie gesagt, das Internet ist stabil. Und andere Spiele haben wir jetzt auch bestätigt, dass die Server es nicht sind. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das wird helfen. Ah, das wird helfen. Ei, gut. Dann weiter im Text.
Ein Narren der Schläge, da bin ich mal gespannt, was das ist. Oh, gut. Hey, gut. Und zwar reine Mönchswaffe habe ich auch selten an. Bindungen des Bären. Aha. Ich glaube, wir sind doch bei seinem Dämonenjäger angefangen, hallo. Vor allem Hexendock. Aber ich glaube, die Season spiele ich bei Hexendock in Hardcore. Ich fange schon wieder an mit zu viel Schaden und ja. Das ist immer ein bisschen ineffektiv. Autsch. Wunderbar. So. Weg der 100 Gold. Attacke. Ach Gott, der ist übel, also der kann richtig ins Auge gehen. Hm.
der kann richtig ins Auge gehen. Gerade ein Hardcore. Der Übel. So, dann beide mal. Nicht schlecht. Hätte dieselbe Wahl getroffen. Das wird mir helfen. So, mal gucken, wo ich schlechte Sache habe. Ne? Hä? So, was können wir dann bauen? Kriegsraum. Oh, die kann ich aufziehen. Da bauen wir mal eine. Super. Klasse. Sehr schön. Gut. So, Hose. Nee, ist egal. Egal, alles in die Tonne. Beide. Ah, oh, sehr gut. Sehr gut. So, weiter. Ja, wir sind schon Level 15 in einer Stunde. Ha? Ich glaube, wir werden wirklich heute noch 20. Also ich bin da guter Dinge. Erfolg.
macht euch auf einen langen Ich dachte, dass hier alles selber besser wäre. Apropos, ich spiele hier Diablo, meine Kamera ist hier ganz falsch. So stört's, glaube ich, nicht so viel. Dann sehen wir, wie weit mal Fortschritte sind in der Quest. Da bin ich mal gespannt, ob da wieder ein Schrott rausfällt. Alter. Seit dem Augenblick, an dem ich sie zum ersten Mal sah, hat sie sogar Nun wisst ihr, warum Engel und Dämonen sich vor den Himmel verlieren. Ah, das ist besser. Da kann ich durch irgendwo Sockel drauf machen. Ginge das? Geht mich jetzt mal interessieren. Ach nee, Transmogger wollte ich nicht. Nee, Sockel geht auch noch nicht. Schade. Aber die rote Gemsen, die man will. Also das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. So, jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Na? So ist es, wenn man alt ist.
Och nee, die. Ja, die haben mich schon mal umgebrungen in Hardcore. Das wäre nicht das erste Mal, dass mich ein Schmuse-Teddy oder Regenbogen-Einheim killt. Hallo. Das wäre nicht... Ey, Gleichmut. Geil. Gleichmut ist gut. Gleichmut ist sogar sehr gut. Mitte drin stehe geblieben. Ich stepp, ich stepp ohne Witz. Ich meine, obwohl es ist ja Deppin, ne? Also eine Deppin bist du, junge Dame. Wenn es knallt, geht man weg. Ah, so sieht's aus, allein schon. Oh, ein Problem. Yay. Ich bin nicht bereit.
Wenn ich weh dem jetzt sterbt, ne? Eure Schwächen sind offenbar. Ja. Fuck. Bam. Ja. Ich bin nicht. Der Sturm bricht los. Aha, ein Sturm bricht los. Boah, langsam kriege ich richtig kalte Finger. Aha. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Schild wie der, den brauche ich nicht. Was will ich? Da kann ich das Schild nehmen. Wasser. Oh, obwohl der da wäre auch nicht verkehrt. So, noch ein Ring. Oh, der hat noch die Schuhe. Schuhe habe ich hier, okay. Gut, also er kriegt nichts, aber ich habe insofern Abklingzeit. Ich muss zurückkehren. Kriege ich auf die Waffe, wo Sockel? Da gibt es Sockel, gut. Also hier gibt es auch noch Sockel.
Oh, die sind gut. Perfekt. Und ich habe jetzt beim Abgleiter ein paar Schuhe, ne? So, klasse. Gut. Ich schmecke nett. Mit Level 16 wird jetzt doch noch ein bisschen eng, glaube ich. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das ist Hardcore. Das machen wir ganz geschillt. Also, was wir heute nicht schaffen, machen wir morgen. Ne? Oh, ohne Schildschrein. Klasse, jawohl, ein Schildschrein. So muss das sein. So muss das sein. Wenn ich dann Mäue das Würfelchen hab, ich glaub, also selbst wenn er Mäue nicht 70 werden, also viel wird doch nie fehlen, also viel wird doch wirklich nie fehlen. Ich muss zurückkehren. Mal, ich denke, wenn ich jetzt hier gleich irgendwie Sockel in den Kopf kriege und dann wird das Ganze hier auch nochmal ein Matschub kriegen. Die Stückkopf 8 Kessockel, das tut mich jetzt mal interessieren. Wenn die Waffe kriege ich keine. Ja? 12. Super. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh.
Diese Feinde sind unglaublich. Oh, eine prächtige. Super, super. Richtig klasse. Gut. Jetzt gehe ich mal kurz in die Stadt. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja. Jetzt gehe ich mal in die Stadt, ne? Eure Kraft lässt euch im Stich. Nehmen wir den Kram auch, oder? Weil ich keinen Bock habe zu sterben. Während ich. Was ist denn das? Leider. Sauberen. Ah, gut. Gut, der Gattel ist bei ihm doch sehr gut. Oh, der hat noch gar keinen Kopf gehabt. Aha. Dann kriegt er noch ein Schild. Dieser Busch. Gott, war der so schlecht ausgerüstet, mal Begleiter, aber gut. Ich habe jetzt 45 Spieler, hole ich mal von denen, was? Eigentlich macht es keinen Sinn. Noch nicht. Sie es noch konnten. Thank you.
sind. Ich ergebe mich. Sehr schön, Level 18. Das geht richtig, wie gesagt, also dafür, dass ich hier auf normal spiele, der Fortschritt reicht. Hallo. Der wird jetzt ein physischer Schade umgewandelt. Was ist da jetzt der Vorteil? Hä? Kann mir das mal ein Mensch erklären? Ich die kenne. Aber gut, ne? Übrigens, ich glaube, wir machen noch bis Level 20 und dann war es das für heute. Oder bis wir tot sind. Das würde dann aber klar, ich zum so freidickes Spielende führen. Sag mal, was ich hier in der Levelphase von denen Splitter finde. Das ist richtig heftig. Also war alles komplett falsch, aber ja, ne, Splitter ist Splitter, hallo, ne? Keine Chance. Ja. Wenn hier irgendwo Sackgas wäre, aber ja, denk doch nicht so, ne? Denk doch nicht so. Ich kann hier rennen, wohin sie wollen. Ärger. Oh, ja. Ja. Weg, weg, weg. Ja. Toll, einer haben wir jetzt. Einer. Oh, was ist denn? Still? Nein.
Super, das war doch besser, wie ich befürchtet habe. Also, das war wirklich besser. Ich habe wirklich ein paar Stickeriet. Ah, ja, 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 ja. Sich das gut auch hier, als ob der was Perverses machen wird, alle gut. Naja, wir sind ja auch ständig, wir denken an nichts Schweinisches. Ach so, ich bin ja gleich mal bekleidet. Ach, dann wäre das Ganze ja sowieso viel flüssiger. Hallo.
Okay, 20 gibt mir. Gut. Annehmen. Aha, da ist er. Fatal, bitte. Ich muss zurückkehren. Die Waffe ist sehr viel stärker, aber ich hätte gerne Sockel drauf, ne? Doch, da ging ein Sockel drauf. Wie oft müsste ich denn da umrollen? 60 mal könnte ich. 5000. Oh, da habe ich. Ha! 3 Versuche habe ich. Ja. Das war's. Na gut, aber ist egal. Die Waffe ist gut. Die Waffe ist gut. Gut. Gott, ich habe noch gar nicht abgegeben. Eure Fähigkeit. So, und ich glaube, das wird mal letztes Griff für heute. Nein, nicht für heute, aber für jetzt alles nächste Remoyen. Aber ja. Zur üblichen Uhrzeit, formulieren wir es mal so. Dass ihr eures Geburt.
Oh, oh, oh. Das fängt ja wunderbar an. Ein Krümeljunzer. Ja. Sehr schön. Ja, und der erlittene Schaden wird erhöht. Nee, dann kriegt eher der das Ding. Und der stirbt deshalb so wild. Oh, eine Kiste. Oh, und ein Schild. Sehr schön. Das sind die Schreine, wo mein Hardcore will. Das sind die Schreine, die man will. Falsch gelockt, ne? So, Level 20, das war's. Ihr seid besiegt. Das war es für heute. So. Sehr schön, wir haben eine Nahtod. Das ist Gold wert in Hardcore, ne? Das hier ist auch super. Gut. So.
Ei, gut. So, haben wir noch was inventartechnisch Gute? Besser wie nix. So, meine lieben Zuschauer, das war's jetzt auch mit Diablo für heute. Dann wünsche ich noch... Oh nee, vergiss, sorry, ich war... Danke Agilett, danke Syndika, danke Kaxips06, danke Kelmob, also Patrick, und danke Painfulus. Wer will, morgen wieder, und ich wünsche noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Liken, teilen, abonnieren. Und in diesem Sinne sage ich für heute Servus.